Das ist BKS. Ja, ja, schon klar. Schön den F2 im Blitzböller zugelassen, oder was? Es gibt ja immer wieder Feuerwerksartikel, die einen so richtig überraschen. Und einen davon möchte ich euch heute zeigen. Den müssen wir nur kurz holen. Hallo. Diesen meine ich. Und zwar sind das die Bella Bomber Böller. Von außen sehen die einfach fast so aus wie so ein Bodenwirbel. Also das hier ist ein Bodenwirbel und das hier ist der Böller. Man sieht direkt, dass die eine andere Zündschnur haben und dass hier hinten auch ein Kunststoffpropfen drin ist. Aber ansonsten wirklich verdächtig ähnlich. Es sind 1,5 Gramm NEM pro Böller. Also auch von den Eckdaten jetzt nicht so super überragend. Und es steht Bengalböller drauf. Was man sich darunter jetzt vorstellen soll, keine Ahnung. Was ich aber nicht wusste, ist, dass diese Böller scheinbar BKS da drin haben. Und es sind ganz normale F2 Böller. Also nicht wie P1 oder Schallerzeuger, sondern ganz normale F2 Böller. Ich frage mich zwar bis heute, ob das so sein soll oder ob das irgendwie ein Herstellungsfehler war oder was auch immer. Aber ich würde sagen, wir testen die Dinger jetzt mal und dann zeige ich euch mal, was ich damit meine. 3 Stück machen wir davon. Effektlunte, hast du gesagt? Ja. Könnte sein. Gut. Okay, Lunte ist schon... Oh doch, die war farbig. Junge, sind die laut. Ist ja unglaublich. Das war ein Blitz. Echt? Ja. Aber die sind F2. Die sind... Da ist irgend so... Also das ist, hat meinst du, so ein gepanschtes Zeug, ja, drin? Ja, also das hat mir nach so Blitzgemisch irgendwie so... Also Alter, auf jeden Fall waren die geisteskrank laut. Alter. Das wäre natürlich wild. Schön den F2 im Blitzböller zugelassen, oder was? Da, schöne rote Lunte. Boah. Das ist Blitz. Das ist auf jeden das Fall Blitz. Blitz. Junge. Ja. Da ist BKS drin. Das ist Blitz. Hä? Das ist Blitz. Ohne Witz. Da. Abgabe an Personen unter 18 Jahren und 16 Jahren in Österreich. Das ist BKS. Ja, ja, schon klar. Geil, Mann. Okay, komm. Geil. Alter Schwede. Hammer. Krass. Ja.